Auch bei den Regenschirmen hier unten. Ja. Ich muss so sagen, weil vor einer Woche gab es bei uns eine Großbaustelle, da haben sich Schienen rausgerissen. Ich habe mich schon vor einer Woche geängstigt davor, dass jemand eventuell die ganze Straße sperrt und ich komme im Auto nicht rauf und komme hierher. Jetzt wollte ich vom Auto, aber jetzt wiederum jetzt wieder da 500 Meter auf die Straße noch mal stehen. Gedanklich, also, wenn ich das einen Hasenfuß bin, dann könnte wieder was, ja, könnte was schief gehen. Also habe ich dauernd so abgelegt, komme ich raus, jetzt, jetzt habe ich das Auto trotzdem hier in der Garage geparkt, weil man kann ja dann als Tour, als Ambulanz, kann man ja rein rausfahren, wenn es wie sie weiß, fährt man raus. Und am letzten Tag, wo ich es losfahren wollte, gestern haben die geil gearbeitet am Donnerstag und am Freitag, wo ich los war, um 3:30 fangen die an, 19 Uhr, und fangen an rumzumachen. Ja? Dann ging der Granit los. Und wenn die um 3:30 anfangen, kann es durchaus sein, dass jetzt dann um 5 Uhr dann die großen Maschinen kommen mit dem ganzen Beton. Und dann bin ich wieder gefangen, obwohl ich jetzt eine Woche lang die Chance gehabt habe, raus war. Dann bin ich wieder vor lauter Angst um 3:30 aufgestanden, habe das Auto rausgefahren. Und dann, als ich um 6 Uhr losgefahren bin, war alles ganz frei. Jetzt pass auf. Jürgen, dein Programm. Jürgen, dein Jürgen-Programm ist ja ganz spaßig, das Programm hier. Ich habe gestern im Redo kurz bei dir erzählt, Jürgen-Programm, okay. Habe ich ganz kurz ein bisschen was gesagt, weil die kennen ja nur immer den Namen Regenschirm-Jürgen. Und wenn du jetzt wirklich anfängst, es gibt wenige hier jetzt Programme, die wir uns jetzt ausdenken, von dir aus gesehen, aus deiner Perspektive, die so mit sich selber als Geister, mein Satz, Inge sagt, ob ich einen Spaß mit meiner Inge, wenn die das Jürgen-Programm hätte, die hätte noch viel mehr Spaß mit dem Jürgen-Programm, wenn man das anschaut, weil das ist so hochgradig schizophren. Aber ich habe aber erwähnt, Brox im Redner habe ich noch gesagt, dass er mittlerweile, wenn du mal einen Brief oder was schreibst, dass du zumindest die Fähigkeit hast, dass du immer mehr lernst, über dich selber zu lachen. Das sind ja das schon Ansätze von Bewusstsein sind, die das Jürgen-Programm permanent mit wirklich mit einer geistreichen Finesse. Immer jetzt, du weißt, ich will dir nichts verkaufen, wo ich zum Reden noch sage, weil du rein von der Ausdrucksweise sehr, sehr intellektuell bist. Also da läuft schon eine gewisse, sieht man ihn ja nicht an, aber läuft eine ziemliche Bildung mit ihm. Sehr intellektuell, ist ein sehr intellektuell gebildeter Mensch. Und er hat aber diesen intellektuellen Humor, was ich bei vielen vermisse, wenn er mal kurz mir irgendwas schreibt. Und ich habe ein paar Mal erwähnt, dass du merkst schon zwischen den Zeilen, dass er sich in die Pfanne haut, aber mittlerweile in Ansätzen schon erkennbar ist, dass er lernt, über diesen ganzen Schwachsinn selber zu lachen. Was natürlich dann, wenn man dann wieder drin steckt, jetzt immer wieder gedacht in die Vergangenheit, mit dem gewissen Abstand, obwohl das ja jetzt ist, funktioniert es. Aber zuerst hast du ja die unbewusste Phase, wo du drin steckst. Erst wenn du das dann wiederholst und einen gewissen Abstand hast, weil du dir das in die Vergangenheit denkst, muss er sehr. Mit diesem Abstand kannst du dann selber drüber lachen. Aber wir haben jetzt einen Wellenberg, und wir können jetzt erst einen Tal und einen Berg sagen. Und in der Talphase, wo sich, weil du ja die zeitliche Empfindung noch hast, da ist es dann scheiße. Und dann kommt die Bergphase, die ja nur die Spiegelung ist. Und jetzt schaust du die eigene Vergangenheit an und durch diesen Abstand wiederum, weil er jetzt neben sich steht und er sich als anderer anschaut, als Geist anschaut, dann kann er lachen drüber, was er aber noch versucht, dass er das eigentliche Hervorkommen dessen, wo er drüber schmunzeln kann, dass er das vernichtet. Und ich sage immer wieder, dieses Gleichgewicht, irgendwann wirst du begreifen, du musst für alles bezahlen. Das heißt, für jede Freude kriegst du Leid und für jedes Glück kriegst du Schmerz. Und zwar im selben Maß, umso mehr du dich freuen wirst, umso mehr wirst du leiden, umso mehr du diesen Ausgleich hast. Und jetzt kommt wieder der normale Mensch, der nicht bezahlt ist, der nicht bereit ist, für seine Freude zu bezahlen. Dann will ich ja immer bloß Angst. Angst ist was ganz was Ekelhaftes, wobei schon die Radix von Angst, wenn man ANG als 70-50-3 schreiben, heißt es Freude und Lustgefühl. Und da findest du auf der unteren Ebene keinen Ausweg, bis du begreifst, ich bin der Zuschauer von Filmen. Und dann ist der spannende Krimi plötzlich genauso unterhaltsam und ich kann jetzt die ganze Palette, wie ich das nenne, von Gefühlen als positiv ansehen, als wichtig, als unterhaltsam. Benutze mal das Wort unterhaltsam. Die ganze Palette, solange ich nur das mir anschaue und ich zusätzlich noch weiß, dass wenn jetzt einer gelitten, wenn einer leidet, dass der ja selber gar nicht leidet. Meine 4 Stufen der Vergessenheit. Solange ich in einem Märchen bin, komme ich in diesen Bereich der empathischen Empfindung,
Da kann ich Romanfiguren oder Trickfiguren können geschlagen werden, die können gefoltert werden. Und da ist mir komischerweise wirklich bewusst, dass egal welche Figur ich jetzt mir denke, was mir Schreckliches mit der anstellt, dass dieselbe ja gar nicht gequält wird. Und kann aber trotzdem diese Illusionen, wo ich im Kopf habe, die Gefühle, was diese Illusion in meinem Kopf empfindet, ist eine Interpretation von mir selber. Und ich sage, du wirst erkennen, dass du jetzt erst einmal alles Illusion ist, auch das, was du real nennst. Das ist immer nur eine Frage der Definition. Inwieweit ist dein Geist in der Lage, darüber zu schmunzeln, das positiv zu sehen oder das nur negativ zu sehen? Das war jetzt die Beispiele gerade über KZ. Katz ist ja nur der Endpunkt. Wenn ich jetzt KZ mit Kopf schreibe. Das ist also hier, es ist sehr, sehr entscheidend, dass mit einer minimalen Verschiebung, wenn du Worte hörst, du plötzlich Entsetzen kriegst. Und wer macht das? Es macht deine Moral. Mosee im Hebräischen, der Ortgeber, der Denunziant, der Schwarzmaler. Und dass man hier so Sachen verschiebt, das Hebräische immer, wo ich sage, Hebräisch, Ivri, in der Wiederholung, schreibt Wörterbuch, Ivrin, ist dann Gesetzesverletzer. Es ist, die ausgedachten Juden sind genauso Materialisten wie alle anderen auch. Obwohl die doch angeblich die Heilige Schrift haben und sie nehmen in der Arroganz, wenn sie ultraorthodox sind, dass sie, weil sie diese Traditionen halten, dass die mehr oder weniger das auserwählte Volk sind. Ich sage, das auserwählte Volk sind meine Geistesvogel. Das auserwählte Volk ist Geist von meinem Geist. Und das ist absolut völlig und religionsübergreifend. Wobei ich dann schon wieder reduziert habe, wenn du nicht Deutsch kannst, hast du eh keine Chance. Deutsch, Alemannien, Alamann. Und da kommt schon fort wieder mit der normalen Logik das Entsetzen. Ja, dann würden ja zum Beispiel Türken, wie will ich das an Türken erklären? Oder die ganzen Italiener, die hätten ja überhaupt keine Chance ins Himmelreich zu kommen. Ich sag, pass auf, nochmal, hörst du nicht zu, Dieter? Egal, wen du dir jetzt ausdenkst, das sind deine Gedankenwellen. Und die überleben so und so nicht. Und wenn ich jetzt das Himmelreich, Hayom ML, das was immer ist, nenne, die kommen dann trotzdem hin, obwohl sie das nicht wissen, weil die Wellen, die Toten, so viele, lass die Toten ihre Toten begraben, wo gehen die letztendlich hin, wenn sie wieder in sich zusammenfallen? Also kommen wir doch ins Himmelreich. Aber jetzt ist es das, egal was du dir ausdenkst, ist Geist los, jetzt könnte ich sagen, losgemachter Geist. Und es gibt nur einen Geist, es gibt nur eine Energie. War auch so ein Gespräch. Geist ist Energie. Energie kann nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ist das, was im Meer ist, El Hayom, und die Gedankenwelt. Der Leser ist immer derselbe Leser, wenn er ein Buch liest, und er wandelt ständig seine Form beim Denken. Jetzt kommen wir wieder in die Welt der Physik, wenn es da was von Energieerzeugung und Energiespeicherung, du meinst, die wissen, dass diese Vorstellung von Energie, wo jetzt ein Elektriker zum Beispiel als Energie anzieht, die letztendlich alles zum Leuchten bringt. Die Energie, von der ich rede, das ist sogar die Energiequelle, von der die Sonne gespeist wird, die du dir ausdenkst. Weil die wird nicht leuchten, wenn es diese Energiequelle nicht gibt. Das heißt, die speist dich nicht aus einem Heliumkern und dann doch wieder, wenn du weißt, dass also dieses HL, Helium, die Sonne, der Sohn ist, aber das ist eine geistige Welt, das ist ein ganz anderer Bereich. Und da kann man jetzt immer mit Grundwissen, wenn man jetzt Dieter zum Beispiel als Apotheker, wenn man jetzt, oder ein Chemiker, ein Physiker, das Prinzip funktioniert mit den ganzen Namen, wo du gelernt hast. Aber es ist symbolisch zu verstehen. Gestern habe ich kurz angesprochen für euch mit Hospitalismus. Ich kriege jetzt schon wieder Redeschwäche, dass ich immer wieder sage, was ist das, wenn du das nachschaust in den Büchern, das ist eine Krankheit. Findet man, wenn du eingesperrt bist, wenn die Psyche durchdreht, zum Beispiel im Zoo oft bei Affen in einem Käfig, dass die so mit dem Kopf wippen, vor und hinter bei Kindern in einem Laufstärchen, das nennen wir hier dieses mechanische Wegmachen, also in einer Trance, in einer gewissen Trance. Und dann sage ich, jetzt schau dir mal an, geh mal in Israel, dass wir uns jetzt ausdenken an die Glockenmauer, was die machen. Oder wenn sie ihr Defilim anlegen. Oder schau dir irgendwelche, wir denken uns jetzt buddhistische Klöster aus in Tibet. In einem dunklen Loch. Wenn du meinst, dass diese Scheißdreck in irgendeiner Form deinen Geist erleuchtet und du äffst das nach essen.
Das ist genau dieses Prinzip. Jetzt kannst du wieder schauen, wenn du pro-Juden bist, wie du jetzt auf diese Worte reagierst. Schau, wie diese Worte du jetzt reagierst. Hast du es gut gefunden? Hast du lachen können oder ist dir die Kinnlade runtergefallen? Dann kommt dann wieder, der ist ja hier Antisemit. Und dann sollen wir wieder das letzte Mal in die Ohrenbohrungen reinschauen. Du wirst wenig Weisheitsschriften finden, wo so viel Hebräisch und immer wieder Hebräisch und Hebräisch drinsteht. Das ist semitisch. Ich bin mit Sicherheit doch nicht dagegen, ganz im Gegenteil, sondern die oberflächliche Auslegung, dieses geistlose Trockennasenaffengeplappere. Tradition ist tödlich für dich. Du bist Geist vom göttlichen Geist, dann bist du ein Gottesvolk und das hat nichts zu tun, das können auch Türken sein, das kann das sein, aber was natürlich die Schwierigkeit ist, du musst trotzdem Deutsch reden. Nicht, um ins Himmelreich zu kommen, weil ich sage, ein Türke kommt auch ins Himmelreich. Es kommt jeder Gedanke, den du dir denkst, wenn das Himmelreich das ist, was immer ist, was ewig ist, wo es kein Sterben mehr gibt. Und das war ja auch die schöne Sache, um das zu sagen, für die da in der Wiederholung. Mach dir jetzt erst einmal bewusst, du hast zwei Worte. Wir nehmen einmal die deutschen Worte Tod, töten oder sterben. Und jetzt musst du dir eingestehen, was wird damit ausgedrückt? Und ich sage, jetzt einmal ein Vergehen. Ein sich auflösen. Was aber komischerweise, das Wort Tod überhaupt nicht bedeutet, Tod, Tode, heißt so viele. Das ist das genaue Gegenteil, wie du das Wort geistreich gelesen, rein in der Ur, im Ursinn des Wortes, hat mit Auflösung nichts zu tun, sondern mit viel werden. Was sich dabei auflöst, ist die Einheit. Aus der Einheit wird durch das Töten eine Vielheit. Und es die Erben, da steckt das Erben, raumzeitliche Erscheinung in Erben, das Erwecken einer polaren Existenz, Ben, steckt ja schon mit drin. Und jetzt haben wir das Ganze, läuft sich ab, das beginnt jetzt erst einmal mit Bereshit, inmitten dieses Kopfes, erste einfache Übersetzung. Lateinisch ist der Kopf kaputt. Jetzt haben wir wieder das Deutsche, wenn dein Kopf kaputt geht, der kaputt geht, dann fängst du zum Träumen an. Weil du brauchst eine Vielheit, du brauchst Unterschiede, die du als die Einheit, die immer dieselbe Einheit ist, erlebst. In dir, das Individuum, wo ich immer das Unteilbare, das sich in sich selber teilt. Wobei das natürlich nur wieder oberflächlich betrachtet ist, weil das Meer eigentlich nicht geteilt wird, mit Wellen aufwirft. Das bleibt ein Meer, die Eilung, das ist die Rakia. Du musst immer wieder wiederholen. Und es gibt nichts, wo dir das perfekter, präziser, rudimentärer beschrieben wird, wie wenn du in die hebräische Tora reinschaust und du verstehst die Symbolik mit Holofeeling und du schaust dir wirklich Wort für Wort und du jeden Buchstaben an und übersetzt den mit diesem Rot-Blau-System in die deutsche Sprache. Es erschüttert dich, umso mehr du dich damit beschäftigst, du wirst hier mit einer Harmonie konfrontiert auf einer höheren Ebene, einer allumfassenden, alles erklärenden Harmonie. Das ist die göttliche Physik. Das hat überhaupt nichts mit so, wenn du Religion, die Rückführung wieder zur Einheit. Und da wird alles weltlich, ob das weltliche Religion ist oder weltliche Glaubensgemeinschaften, und betone ich immer wieder, die Naturwissenschaft ist genauso eine Glaubensgemeinschaft wie jede religiöse Gemeinschaft, mit dem Größenwahn zu wissen, was die Wirklichkeit ist. Es ist aber die geistloseste Glaubensgemeinschaft, weil die den eigenen Geist negiert. Am Anfang war das Gehirn, war die Materie, ohne Materie gibt es kein Gehirn und ohne Gehirn gibt es kein Denken. Das ist Geistlosigkeit. Aber du wirst vielleicht einmal selber drauf kommen, wenn man das lange genug auf sich wirken lässt. Und wie gesagt, Zeit spielt in dem göttlichen Spiel überhaupt keine Rolle. Und nicht verschieben zu meinen, irgendwie die anderen müssten. Meine Botschaft richtet sich nur an einen Allereinzigen, nämlich an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Der sich zuerst einmal bewusst machen muss, ich bin der Einzige, der immer ist. Ich. Und dieses rote Ich ist zwangsläufig vollkommen unpersönlich und nicht denkbar. Und dann wirst du merken, dass du momentan irgendwie ganz, ganz massiv und hartnäckig an einem ganz bestimmten Menschen hängst, den du ich nennst. Ich sage jetzt nicht einmal an eine Person, weil die hat sich ja schon laufend in deinem Denken verändert, wenn du ein Zeitfenster aufspannst. Dass sie einen Zentralpunkt gibt, dass dieser eine Mensch, der du zu sein glaubst, und dann erkennst du das, was ist der Mensch, wie sieht er eigentlich aus? Und dann wirst du merken, ich kann das gar nicht an einer Person festmachen. Man neigt natürlich dazu, jetzt ganz gezielt an deinen Körper zu denken, dass im selben Moment schlagartig fühlbar, sinnlich wahrgenommen, fühlbar in dir materialisiert. Wenn du dich einmal abrastest, die Nasenspitze anlangst,
dann ist plötzlich eine Nase da. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Wo waren deine Beine die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast? Jetzt sind sie da, wenn wir es aussprechen. Wo sind die, wenn du an irgendwas anderes denkst? Weg. Jetzt frag dich einmal, jetzt schau mal ganz tief rein, was der Mensch, dieses Ego, dir suggeriert. Und genauso wie das dir suggeriert, dass du dieser Fleischhaufen bist, genauso suggeriert dir dieses Ego auch, was du brauchst, um glücklich zu sein und was dir böse gegenübersteht, was gefährlich für dich ist. Das ist immer wieder so eine Frage, wo ich so schön sage, du bist immer und jeder neue Gedanke, jede neue Information, die in dir auftaucht, ist eine Gedankenwelle. Ich sage, wie geistlos ist dieses Meer, das eine kleine Welle auftauchen sieht in sich, die Welle von unten anschaut und sagt, boah, habe ich jetzt Angst vor dir. Muss man sich bildlich vorstellen. Obwohl die doch von einem Moment auf den anderen schon wieder weg ist, sobald ich an was anderes denke. Und dann ist natürlich die ganze, dein momentaner Intellekt, der große Falle ist diese große, Geld verdient man mit Feindbildern, mit Problemen. Das ist Quecksilber. Ich habe gestern für dich, Dieter ist ja Apotheker, wo ich sage, meine schöne Quecksilbergeschichte, das rein jetzt in deinen geistigen Archiven, wenn du mal reingehst und du informierst dich über Quecksilber, machen wir zuerst einmal verschiedene Ebenen. Zuerst einmal die rein chemische Ebene. Das Quecksilber ist ein natürliches Element, da können wir jetzt nachschauen, im Mendeleischen Periodensystem. Natürliches Element heißt, dass das in einer Reinform in der Erde, die wir uns jetzt ausdenken, vorkommt. Das heißt, wir können das Quecksilber rausholen, dann ist natürlich da irgendwie Dreck und Lehm dabei und dann reinigen wir das, was ja nichts an dem Element verändert. Und für den Laien sage ich, Eisen, warum ist auch ein natürliches Element? Das können wir genauso reinigen. Stahl zum Beispiel ist eine Legierung. Stahl gibt es in der Erde nicht. Das sind verschiedene natürliche Elemente, die man durch Verschmelzen legiert. Aber Quecksilber ist ein natürliches Element. Das ist so in der Welt der Außenboden drin. Und jetzt holt man das raus und jetzt gehen wir mal weg von der Chemie. Wir gehen in die Medizingeschichte und da wirst du feststellen, dass Quecksilber, Alchemie, Anfang des 13. Jahrhunderts bis übrigens noch hin, bis Anfang des letzten Jahrhunderts, ist es ganz über Paracelsus, über einen Zeitraum von 400, 500 Jahren, wurde Quecksilber in der Medizin, in der Alchemie benutzt für Hautkrankheiten, bis noch Anfang vorigen Jahrhunderts wurde das noch in Apotheken verkauft als Medizin. Und dann sage ich immer wieder, wenn das giftig ist, haben das die 400 Jahre nicht gemerkt, wenn die sich mit Quecksilber vollgeschmiert haben, dass das den Menschen was antut. Ist denen das 400 Jahre lang nicht aufgefallen? Jetzt einmal raumzeitlich gedacht. Und plötzlich kippt das System um. Ja, das Quecksilber selber, nur der Dampf. Spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt komme ich zu den Quecksilberdampflampen. Die müssen mit dem Sondermüll entsorgt werden. Giftig ist ja Quecksilber drin, weil wenn du das auf den Müll tust und das Glas zerspringt, kommt ja das Quecksilber, weil der freigesetzt kommt in die Erde, weil das hochgiftig ist. Ich sage, pass auf, wo kommt das Quecksilber, wo in der Lampe drin ist, ursprünglich her, in deiner Logik. Es wurde aus der Erde herausgeholt, in die Lampe hineingetan und sobald es jetzt zerspringt, kommt es wieder in irgendeiner Form in die Erde. Jetzt ist natürlich auch, ich sage gleich, wenn ich was erkläre, kommen immer die Ja-Aber-Sager. Ja, das ist ja der Dampf, der so gefährlich ist. Was jetzt ist, du musst beobachten, dass das stochastische Denken, deine Logik mit aller Gewalt, ihren eigenen geistlos nachgeblabberten Schwachsinn am Leben erhalten, wird dir eigentlich nur Angst erzeugt in dir. Ich biete dir eine andere Denkmöglichkeit an. Ich habe gestern hier mit dem Regenschirm, Jürgen, das war ja mal ein Banger, dass ich sage, wenn du das kleine einmal eins kennst, Fabian und die 5%, schon das Prinzip des Zinses, ohne groß zu zerdenken, kannst du jeden Achtjährigen, der in der Schule ein bisschen Rechnen gelernt hat, kannst du den Schwachsinn vor Augen führen, was das Zinssystem ist, und sofort tauchen irgendwelche qualifizierte, studierte BWLer auf und die sagen, ja, das kann man nicht vergleichen. Das ist wie wenn man das ein Beispiel, und die bringen dann genügend Beispiele, um ihr eigenes Denken, ihren Lebenserhalt zu rechtfertigen. Such danach, dann wirst du feststellen, dass das komplett ignoriert wird. Da kommt dann immer, ja, wenn hier, da kommen so die Beispiele, die negativen, dass wenn man zu Jesus Zeiten einen Pfennig angelegt hätte, wie sich das auf Erdkugeln von Geld aufschweißt, das kann man alles gar nicht vergleichen. Wir hatten es auch hier mit meinem Xenon-Beispiel gestern nochmal, dass das ja schon längst, ach, das ist Xenon, das ist ja schon längst gelöst. Selbst das wird geistlos nachgeplappert. Es ist hochinteressant, dass du dich so entmündigt hast in deinem Geist, dass du zuerst einmal dich massiv an einem einseitigen Denksystem festhältst
und du in keinster Weise gewillt bist, mit dieser Logik dich zu vervollkommnen, sondern dass du gerade die Feinde, liebe deine Feinde, bekämpfst. Ich sage immer wieder, du wirst die dreidimensionale Ebene, symbolisch gesprochen, die Welt des Kegels, niemals betreten, wenn du meinst, dein Zellenheilig in einem Kreis. Und sobald nur ein Hauch von einem spitzen Dreieck, einem gefährlichen Dreieck auftaucht, wird sofort eine Armee von Argumenten gegen dieses Dreieck hergebracht, dass wir ja keine in unserer Welt keine Dreiecke haben, weil die Seligsprechung passiert im Kreis. In meinem Kreis. In unserer Gruppe, Dieter. In unserer Gruppe, in unserem Verein, in unserer Sekte, in unserer Partei, die Partei. Bis du irgendwann einmal begreifst, du brauchst das genaue Gegenteil. Du musst anfangen, dieses Liebe deine Feinde heißt Liebe die Dreiecke und erkenne, dass das Dreieck genauso wichtig ist wie der Kreis. Und wenn du beides als vollkommen gleichwertig ansiehst, dann wie von selbst öffnet sich plötzlich eine höhere Dimension, ein höheres Verständnis in dir. Das ist die Kegelwelt. Du kannst nie von unten nach oben sehen, da brauchst du Glauben, du brauchst Vertrauen dazu. Und ihr wisst, ich sage jetzt immer wieder, nimm die Polarität tausendfach, die simpelsten Beispiele, frag einen Bauern nochmal, was besser ist für ihn, Sonnenschein oder Regen. Und du wirst merken, das variiert sehr, sehr, je nachdem, was gerade da ist. Der wird dir nämlich erzählen, wenn ich genügend Sonnenschein habe, dann ist der Regen unheimlich wichtig. Regnet es bloß so, ich verdammt nochmal, wann scheint jetzt endlich wieder die Sonne. Das ist das nächste Prinzip, was ich dir lehre, dass du immer meistens nach dem gierst, was du nicht hast. So sollte das sein. Es gibt natürlich auch hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das heißt, wenn du gesund bist, gierst du definitiv nicht nach Krankheit. Weil es dir gut geht. Aber du denkst permanent dran, dass hoffentlich kommt keine. Aber es ist dann immer das Prinzip, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und dann wirst du merken, würde das jetzt sein, nur immer gesund, nur Frieden ist wirklich wie nur Sonnenschein. Aber das kann deine Logik überhaupt noch nicht fassen. Das ist wie das kleine Kind, wo die Eltern irgendwas sagen und das kleine Kind, das wehrt sich dagegen, weil aus der Sicht des Kleinen die Alten überhaupt keine Ahnung haben. Dann kommt dieses Geblatt, dieses Geschrei von dem Kind. Weil es weiß es ja viel besser. Ich weiß es ja. Auch hier ist schon eine gewisse Logik da. Und nur beobachten. Diese Traumwelt spricht zu dir und ich soll dir was sagen. Und das ist natürlich die Welt, mit der du mit 50 oder 60 oder 65 konfrontiert wirst, ist eine komplett andere Welt, wie ein 20-Jähriger hat. Die ist einfach nur noch lächerlich. Die soll dir abgehakt sein. Was natürlich jetzt die Schwierigkeit macht, wenn ich jetzt sage, du bist jetzt in deinem Traum 20, wird dasselbe sein, das wirst du nicht akzeptieren. Da kannst du die Beispiele 20 Mal bringen und ich habe dann auch selbst die Hilfe, wo ich sage, pass auf, jetzt wenn du 20 bist, jetzt denk an 7-Jährigen. Dieses alte, denk an einen 7-Jährigen. Was war es ein 7-Jähriger? Und dann sagt er, ja, überhaupt nichts, das ist ein Kind. Ja, und was unterscheidet dich 13 Jahre? Du siehst jetzt, was 13 Jahre ausmachen, wie du glaubst, was du mehr weißt wie ein 10-Jähriger. So, jetzt machen wir nochmal 13 oder 20 Jahre drauf, aber da sagst du, der hat keine Ahnung. Das ist auch vor der Demut, ne, Dieter? Das erfordert einfach nur Demut, selbst wenn ich jetzt ein 20-Jähriger bin, dass ich das akzeptiere. Weil es wird mir mit meiner Logik zwangsläufig, die Alten haben eh keine Ahnung. Wobei das auf die Masse ja stimmt, weil ich immer wieder sage, 99% von den Menschen, Kirchen, Trockennasen, die du dir ausdenkst, die haben mit 20 aufgehört, geistig zu wachsen. Stimmt. Das ist so. Das wird dir immer mehr bewusst. Das heißt, die haben mit 60, 70 eigentlich noch da, mit 20 ist es stehen geblieben, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben. Das würde nämlich erfordern, dass der Geist beweglich ist. Nur weil ich es denke, das ist wieder das Problem. Das, genau, Dieter, das ist jetzt auch das, denkst du dir aus, aber der Gedanke ist jetzt in dir auftaucht. Der spielt jetzt keine Rolle. Der Udo, die Stimme vom Udo ist ein Gedanke und umso mehr du anfängst, dich für dich zu interessieren, passiert dasselbe, dass du das selber sprichst, weil du jetzt mit der Stimme vom Dieter, wenn du glaubst, du bist der Dieter, mit der Stimme vom Jan, mit dem Redo, dir plötzlich vollkommen neue Gedanken sind, dass du immer mehr wächst, du neben dir stehst, merkst du, es denkt in dir. Das ist die erste Erkenntnis, da mache ich unser altes Beispiel mit dem Jan. Ich zitiere jetzt Jan, was ihm eingefallen ist.
Ich erkenne, die einzige Freiheit, die ich habe, ist erkennen zu dürfen, dass ich überhaupt keine Freiheit habe. Den Wahn zu verlassen, dass der normale Mensch, der meint, er bestimmt, was er denkt, er bestimmt, was er isst, was er sich heute Abend im Fernsehen anschaut, vergiss es. Ein träumender Geist schaut sich seinen Traum an und der kann sich überhaupt nicht raussuchen, was er träumt und was er im Traum als Figur macht. Und jetzt, wenn du diesen kleinen Sprung schaffst, du Geist, der du diesen Traum erlebst, du bist der träumende Geist und das, was du jetzt zu sein glaubst, was ja so echt ist, das ist ja alles so echt. Das kann doch nicht alles in mir drin sein. Geh zum Fenster, schau zum Fenster raus. Das ist ja so normal, ne? Das kann ja nicht in mir drin sein. Ich sage, pass auf, selbst wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist, muss es eh in dir drin sein, weil du ja erst was siehst, wenn es in deinem Gehirn in irgendeiner Form in Erscheinung tritt. Also es muss in dir drin sein, was du anschaust. Du komplizierst das Ganze nur, wenn du glaubst, es ist auch da außen, wenn du es nicht anschaust. Und damit brichst du das zweite Gebot, das ist dein großes Problem. Materialismus mit allen Religionen, die an Materialismus glauben. Zeugen Jehovas halten sich so an die Bibel. Habe ich immer, wenn er nicht kommt, habe ich einen Wachturm mir aufgehoben und da ist gleich das Universum und das Sonnensystem in ihrem Wachturm drin. Ich sage, ich meine, ihr haltet euch an die Bibel, heißt nicht schon das zweite Gebot, macht ihr kein Bild von irgendwas da drum am Himmel? Das merkst du, das rauscht, das sind so geistlose Kreaturen. Es ist prinzipiell alles losgemachter Geist. Mein Geist, das sind Facetten meines Geistes. Auch hier wieder, ich werfe denen, die ich mir jetzt ausdenke und Zeugen Jehovas nenne, werfe ich überhaupt nicht vor, dass ich mir die jetzt denke und die so definiere. Ich sehe nur, was ist. Ich schaue mit einem vollen Bewusstsein, was kommt da rüber. Und dann wirst du merken, es sind durch die Bank Rezitiermaschinen. Der Physikprofessor ist eine Rezitiermaschine, der dir was erzählt. Der Chemieprofessor, der dir was von Wasserstoff- und Sauerstoffmolekülen erzählt oder von Atomen erzählt. Der Geschichtsprofessor, der dir erzählt, was die Dinosaurier alles gemacht haben und was da war und wie viele 100.000 Jahre, was dort die Steinzeitmenschen gemacht haben. Jeder dieser Typen ist eine reine Rezitiermaschine. Ich sage, es ist ein geistloser Computer. Das, was man ihnen einprogrammiert hat, wird 1:1 wiedergegeben. Der Philosophieprofessor, der dir erzählt, was der Platon gedacht hat und der Sokrates gesagt hat und was der gemacht hat. Und das ist ja dann alles bewiesen. Es ist eine sehr wachmachende Erfahrung, die immer mehr bewusst zu machen, wie unendlich entmündig geistlos die Figuren in deinem Traum sind. Und das sind deine eigenen Spiegelbilder. Drum ist es da, dass du siehst, nicht irgendwas an Gedanken vorzuwerfen, dass es so ist, wie du ihn denkst, sondern was soll mir das sagen? Dass alles ganz anders ist, das ist meine Antwort drauf. Die Welt, wo ich dich hinführe, ist so anders wie deine jetzt normal ausgedachtes Universum, deine Galaxien, all diese unendliche Vielfalt, ist so anders wie die kleine Welt, die du dir jetzt denkst, wo ein kleines Embryo an der Nabelschnur in der Matrix mitkriegt. Und den nächsten Schritt, wo wir machen, der wird nochmal so gigantisch. Und ich versuche in keinster Weise, dir das jetzt zu erklären oder zu beschreiben, weil es einfach nicht geht. Nicht, dass ich es nicht könnte, sondern ich weiß, es ist irgendwo der Punkt, ich brauche einen 2,5 Jahre alten Kind nicht erklären, was die Freuden von körperlicher Sexualität sind, wenn du in die Phase kommst. Und einer, der da voll drin steckt, dem brauche ich nicht erklären, wie dich das langweilt, wenn du die nächste Phase kommst. Es gibt, du kannst immer eins drauf machen, wenn du wächst. Du wirst merken, dass immer das nächste, das Nachfolgende eigentlich nochmal viel besser ist, aber du kannst nicht von unten nach oben schauen. Du sagst dann höchstens, ohne das kann ich nicht leben. Möchte ich nie drauf verzichten, da lasse ich meine Schuhe, ziehe ich nie aus, sagt die Vierjährige. Ich sage, du wirst deine Meinung, die Schlange häutet sich. Die passt sich an, wenn was zu eng geworden ist, musst du das eben ganz einfach ablegen. Und auch das passiert, wir müssen nicht einmal was dazu tun. Okay. Also dieses Life of Brian ist eine tiefgeistige Geschichte. Auch Ritter der Kokosnuss, weil man das Geistreich sehen kann. Und jetzt traumzeitliche Geschichte, das hat einen riesen Aufstand gegeben, wenn du jetzt dich dafür interessierst, wie dieser Film rausgekommen ist, weil ich in England die Kirche hat einen riesen Aufstand gemacht, das ist Gotteslästerung, Gotteslästerung. Und ich sage immer wieder, Gott kannst du gar nicht lästern, weil der
der Humor selbst ist. Das ist immer, solltet ihr euch irgendwann nochmal auffallen, dass es geht nur um Humor, sondern das, was hier wirklich an Spiegel vorgehalten wird, sind religiöse Fanatiker. Das ist auch hier, da wird sich nicht über den Jesus lächerlich gemacht, sondern über diese ganzen Dogmen der Religionen, die werden durch den Kakao gezogen. Er ist in dem Ganzen, wenn du bewusst Monty Python, Life of Brian anschaust, da ist wirklich nicht ein Hauch, dass ein Gott oder ein Heiliger gelästert wird, sondern bloß die Spinner, die hier Einseitigkeiten anbieten. Aber jetzt komme ich auf den Kern. Und da hat sie in England eine Fernsehdiskussion gegeben mit einem Bischof und dieser Mannschaft von Monty Python. Und wenn ihr in euren geistigen Archiven sucht, müsst ihr lang genug suchen, dann findet ihr diese Fernsehausstrahlung gewesen, diese Diskussion, dieser Bischof und die Leute von Monty Python, wegen eine Aussprache, wegen diesem Film, der so gotteslästerlich ist. Und Leute, der ist noch diese Fernsehdiskussion ist noch 10-mal lustiger wie der Film, weil die denn mit so einer Finesse diesen Bischof lächerlich machen. Die lassen den so ins Messer rennen, der schießt sich mit seinen eigenen Argumenten ab, dass er alles noch unterstreicht, was die schon darstellen, an Schwachsinn der Religion. Lebt er als Bischof nochmal vor, die treiben den so in die Enge, ohne böse zu sein, sondern mit einer tiefen Weisheit. Das ist wirklich sehenswert, wenn man das interessiert. Ist, glaube ich, aber glaube ich bloß in Englisch. Man müsste ein bisschen in Englisch verstehen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine deutsche Übersetzung gibt als Udo. Vielleicht, wenn, nicht, wenn du Glück hast, wird es auftauchen. Das ist also hier, wenn man immer wach ist, was soll mir das sagen? Und ich auch hier wieder ein Phänomen, wo ich 1000-mal darauf hinweise, du musst dich selber beobachten. Beobachte dich, wenn du vom Fernseher sitzt und irgendwelche Diskussionsrunden anschaust im Fernsehen. Und dir muss bewusst werden, wenn hier zwei wieder diskutieren, ob in irgendeiner Art und Weise du bei einer Seite, bei einer Partei Beifall klatscht innerlich, wenn einer spricht, dass du merkst, das ist voll nach deinem Denken und wenn der andere spricht, denkst du dir, was ist das für ein Spinner, der hat keine Ahnung. Solange du das noch in deinem Charakter entdeckst, bist du noch ein ganzes Stück weg von der Heiligkeit, bist du noch nicht mittig. Und jetzt setz hier das, was du hin sollst, ist die Erkenntnis, was ist die Dasse. Und solange über Diskussionsrunden, über irgendein bestimmtes Thema, wenn du Argumente, Perspektiven konfrontiert wirst und du hast noch den Eindruck, dass eine Aussage, eine Perspektive über das Thema richtig ist wie eine andere, hast du diese eigene Mitte eigentlich selber noch nicht verstanden. Und du kommst irgendwann nochmal in den Zustand, dass du mit einer vollkommenen Gleichgültigkeit zuhörst in der Diskussionsrunde, vielleicht wie die sich gegenseitig anschreien. Und du stehst jetzt einfach staunend da, als wenn welche drum streiten, ob der Henkel an der Tasse rechts oder links ist, wo kein Hauch mehr ist, dass irgendeine Aussage von einem richtiger wäre und von einem anderen. Dann hast du die Mitte erreicht.